Der MSV Duisburg will nach drei Spielen ohne Dreier endlich mal wieder gewinnen. Die ganz große Euphorie ist nämlich erstmal weg bei den Zebras. Vielleicht hilft ihnen ein Torhüter mit Adduktorenproblem, Niklas Tiede. Die Nummer 1 beim SC Verl hat erst nach dem Aufwärmen sein Okay gegeben. Mitch Kniat hat seine Abwehr auf zwei Positionen verändert. Zwei Wechsel auch in der Startelf der Gäste aus Duisburg. Und die sind früh auf ihren Torhüter angewiesen. Die 12. Minute, Jari Otto. Und da ist Vincent Müller zum ersten Mal gefordert. Gute Aktion von ihm. Das Ganze geht aus von Schapina. Grodowski lässt den Ball mit der Brust prallen. Und dann Otto mit schöner Schusstechnik die erste Chance des Spiels. Moritz Stoppelkamp ist beim MSV der Spieler, an dem sich die Mitspieler aufrichten. In guten wie in schlechten Zeiten. Und hier marschiert er zum ersten Mal auf den gegnerischen Strafraum zu. Aber kein gefährlicher Abschluss. Kein Problem für Torhüter Tiede, der in der nächsten Szene allerdings dann unkonzentriert ist. Die 35. Minute, Einwurf Duisburg. Erstmal alles unter Kontrolle. Und dann kommt der Ball von Mikic zurück zu Tiede. Und der spielt Pusch an, den Duisburger Kolja Pusch. Da ist Stoppelkamp. Und dann wird der Schuss noch geblockt von Knost. Glück für Tiede, der mit einem Aussetzer den Duisburgern eine große Chance ermöglicht hat. Am Ende ist es noch mal gut gegangen. 0:0 zur Halbzeit in einem schwachen Drittligaspiel, das MSV-Trainer Ziegner nicht so gut gefällt wie den mehr als 1000 Duisburger Fans unter den knapp 1700 Zuschauern in Paderborn. Hinein in die zweite Halbzeit und die beginnt mit einem Einwurf von Torge Peto. Fürs Erste geklärt. Bakalotz bekommt den Ball mitten ins Gesicht. Und dann kriegen die Duisburger den Ball nicht weg. Grodowski auf Knost und da ist das Tor! 1:0 für den Sportclub Verl. 57. Minute, Tobias Knost. Der Außenverteidiger, weil die Duisburger die Kugel nicht wegkriegen. Grodowski, Otto mit einer guten Übersicht und Knost mit dem Schuss ins flache Eck. Die Führung für den Sportclub, der in der zweiten Halbzeit auch das bessere Team ist. Vom MSV Duisburg kommt nämlich im zweiten Durchgang noch weniger als in Halbzeit 1. Und das erkennt auch Thorsten Ziegner. Es läuft bereits die Schlussphase, kaum Highlights. Stattdessen Kontermöglichkeit fährt über Grodowski und ein Foul von Sänger. Der weiß, was ihm blüht. Er hat schon gelb. Und das ist das zweite Foul. Gelb-rot für Marvin Sänger, den Duisburger Abwehrspieler. Richtige Schiedsrichterentscheidung. Duisburg in den verbleibenden 3 Minuten plus Nachspielzeit mit einem Mann weniger. Aber wo ist die Schlussoffensive der Zebras? Sie ist nicht da. Stattdessen nochmal der SC Verl. Sobrofakis mit Übersicht. Back Pfosten! Die 3. Minute der Nachspielzeit. Das wäre die Entscheidung gewesen. Das Ganze nach einem Einwurf von Kölle am eigenen, am Duisburger Strafraum. Und so kommt Back zu dieser Schussmöglichkeit. Am Ende reicht eine gute zweite Halbzeit zum zweiten Saisonsieg für Mitch Kniat und seinen SC Verl. Also erstmal muss ich echt ein Riesenkompliment an unsere Mannschaft geben, wie wir heute über 90 Minuten gegangen sind. Das ist echt richtig stark von uns. Ich muss auch echt sagen, wir sind heute der verdiente Sieger. Wir haben uns das echt hart erarbeitet und erkämpft. Moritz Stoppelkamp kann ein Spiel an sich reißen und im Alleingang entscheiden. Diesmal aber auch bei ihm kaum gelungene Aktionen. Ja, wir waren heute zu mutlos, muss man sagen. Viele Aktionen sehr unglücklich, auch insbesondere ich, heute gar nicht stattgefunden. Und das war leider heute Rückfall in alte Zeiten. Verl geht mit einem super Gefühl in die Länderspielpause. Duisburg muss in den Niederrhein-Pokal und trifft dort auf Rot-Weiß Oberhausen. Verl dann nach der Länderspielpause beim Tabellenführer in Elversberg gefordert.